Gib mir ein L, gib mir ein und, gib mir ein L. Das heißt L und L, L und L. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu The Sims 4. Mensch, gucke mal da, da ist ja der kleine Lee Campbell. Völlig umgestylt mit Pausebäckchen, weil er gerade wie ein Hamster alles in sich hineinschlingt. So, meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zurück. So, und was machst du? Na, sag mal, Lucy! Hat du einen Knall? Und wieso heißt er jetzt Blaffy? Das ist Clementine. Wieso schlägst du Clementine? Ich glaube, du hast... Alter, lässt sie ihre Aggression an meinem Teddybär aus. Lee, dafür solltest du sie jetzt aber schon ein bisschen tadeln. So, meine Lieben, also, ich habe meine Sims umgestylt, wie ihr sehen könnt. War auch eigentlich eine ganz lustige Sache, muss ich sagen. Denn es war einfach so, dass bei manchen Sims, zum Beispiel bei Lucy, es war relativ schwer, ihr zum Beispiel eine passende Frisur zu geben. Denn tatsächlich haben viele längere Frisuren und auch viele kürzere Frisuren überhaupt nicht zu ihrem Gesicht gepasst. Das sah mega, mega doof aus. Und deswegen hat das echt lange gedauert, bis ich da was Passendes gefunden habe. Bei Lee war es auch gar nicht so leicht. Also ich habe ihm, ich weiß nicht, ich habe ihm so einen Mix aus der nette Junge von nebenan und ein absolut fantastischer Bad Boy habe ich... Gott, wie sie da kichert in ihrem Bett. habe ich ihm so gegeben. Also ich habe ihm so ein bisschen einen Wandel unterzogen. Und ja, unsere anderen WG-Mitbewohner, abgesehen von Ellie, habe ich auch noch umgestylt. Das seht ihr aber alles in einem separaten Part. Aber ich muss echt mal sagen, ich habe ja während des Umstylings mir alle nochmal genau angeguckt. Und David ist wirklich so dick geworden. Also ich finde, er sieht nicht mal wirklich dick aus. Aber in diesem Create-a-Sim-Modus auf einmal sieht er dann echt so voll dick aus. Und... das Schlimmste, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr dieses Umstyling seht, er hat voll die Anime-Augen. Also ich dachte, ich gucke nicht richtig. Auf einmal hat er so voll die großen Glubsch-Augen, so voll unnatürlich. So, keine Ahnung, wie so ein kleines Kind, das sich, keine Ahnung, freut, eine Süßigkeit oder so zu bekommen. Auf einmal voll riesig. Und so starrt er dann wie so ein Alien, so... Und ich dachte mir so, what the fuck? Das sah so gruselig aus, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das war absolut gruselig, gruseltastisch. Also das war wirklich verrückt. Da dachte ich mir auch nur so, oh Gott, Laufband, ganz schnell. Und ich dachte mir, statt einem Laufband, Mensch, kaufen wir uns einfach nochmal ein Trainingsgerät. Denn wir haben ja mit Summer hier schon dieses normale Laufband. Und wir haben ja momentan echt genug Geld. Wir haben ja wirklich das Geld gepachtet aktuell. Und deswegen dachte ich mir, hey komm, dann kaufen wir uns mal wirklich ein richtig gutes Trainingsgerät. Das, womit wir dann einfach trainieren können und wo uns dann niemand aufhalten wird. So, und das stellen wir mal direkt hier vorne daneben. Und 2000 Simoleons haben wir dann immer noch. Und somit kann dann nämlich Lee auch, wenn er Lust hat. Somit kann aber vor allem David einfach erstmal ein bisschen trainieren und sich wieder zu seiner schlanken Linie bringen, die er früher mal hatte. So, weiter wird natürlich hier am Raketendinge gewerkelt. So, ich habe jetzt auch inzwischen mein Dings hier, meine Schwimmbad-Lounge drüben aufgestellt. Die gibt es übrigens in der Galerie, weil viele immer fragen. Ich habe da noch tausend Ideen, wie man das noch besser machen kann. Das muss nur irgendwann umgesetzt werden. Ich würde da gerne nochmal irgendwann dran weiterarbeiten. Aber so für den Moment finde ich das eigentlich ganz schnieke. So, ach, ist das schön. Ich habe so gelacht bei dem Umstyling. Also ich habe jedem... ich glaube, ein zweites individuelles Alltags, beziehungsweise drei individuelle Autos, ich glaube, es waren nur zwei gegeben, ein zweites individuelles Paar Abendkleidung, die Badebekleidung habe ich angepasst und ich glaube, das war's. Also großartig an Haaren, Make-up und so habe ich nicht verändert. Ich wollte einfach nur, dass die mal ein zweites Outfit hier alle tragen. Und deswegen habe ich, wie gesagt, dann hier jedem nochmal so ein kleines Umstyling gegeben. Abgesehen von Ellie, weil die hatte ja bereits drei neue Outfits. So, ja, L&L, das war schon eine lustige Sache. Also, gerade bei Lee habe ich jetzt mal so ein bisschen, versucht, dieses liebe Nette an die Seite zu schaffen, ad acta zu legen sozusagen und ihn einfach so ein bisschen
Bad Boy-mäßiger zu machen. Weißt du, so Bad Boys, Bad Boys. So what you gonna do when they come for you? Ja, nee, auf jeden Fall, dass er halt einfach so ein bisschen, ja, jetzt so versucht, so ein bisschen einen auf cool zu machen, Frauenschwarm wird und so weiter und so fort, weil, ja, ich weiß nicht, ist ja manchmal, ne, dass sie dann Kontaktlinsen tragen, die Jugendlichen, wenn sie vorher so eine Brille hatten, im etwas jüngeren Alter, im Kindesalter, dass sie dann als Teenie Kontaktlinsen anfangen zu tragen. Und so dachte ich mir das bei Lee auch. Und deswegen habe ich ihn eher cool gestylt. Bei Lucy habe ich so einen Mix aus sexy und normal genommen versucht. Also da habe ich auch verschiedene Outfits kreiert, die beides widerspiegeln, wo man dann so ihre rebellische Phase, sag ich mal, als Teenager hat und ihre normale Phase. So, Don Lothario, hallo. Möchtest du was von mir? Möchtest du was von mir? Halle dann, halle dann, halle dann. Lauf nicht weg. Wehe, du läufst jetzt... Ah, ich wollte gerade schon sagen, wehe, du hältst jetzt bei den Unimädels. Das wäre es ja jetzt noch gewesen, ne? Wenn er jetzt bei den Unimädels gehalten hätte. So, was ist mit meiner Musik? Yay. Yeah. What? No way. Oh yeah. Yay. Ich mag die Musik total, ey. Ich finde da stundenlang. Ich will jetzt einfach nur die ganze Zeit vorm Radio hocken. Und zuhören. Yay! Aber das soll ich nicht machen, denn sonst wird es ja langweilig. Also unsere beiden Frauen, die arbeiten hier einsam und allein an der Rakete weiter. Ich frage mich, wie lange das noch dauert. Aber hey, so lange dauert es nicht mehr, wie man sehen kann. Das ist bald fertig. Theoretisch könnte jetzt sogar unser David eigentlich noch helfen gehen. Aber der muss sich erstmal um andere Sachen kümmern. Wie zum Beispiel muss er duschen gehen. Und dann werde ich auf jeden Fall mal den Kühlschrank aufräumen. Und ein paar alberne Gummibärchen-Pfannkuchen in Partygröße machen. Das ergibt sich doch jetzt hier gerade perfekt. Und ja, ich würde sagen, ich kümmere mich heute noch so ein bisschen um den Garten, aber auch um seine Fitness. Denn ganz ehrlich, es sieht gar nicht so schlimm aus hier in diesem Bildchen, aber in diesem Create-a-Sim-Modus sah das so schlimm aus, diese Augen. Irgendwie, weiß nicht, diese Augen waren so groß. Das war so verdammt groß. Und wie gesagt, also in den Kleidern selbst sah er auch irgendwie so ein bisschen lächerlich aus, muss ich sagen. Also es sah einfach viel zu groß alles aus. Deswegen war das einfach ein bisschen merkwürdig. So, ja gut. Also ihr hattet mich ja auch mal gefragt, ob ich nicht mal so ein etwas gesünderes mit David so die Gesundheitsschiene fahren könnte. So die Abnehm-Gesundheits-Diät-Schiene. Und ob ich dann nicht die ganze Zeit nur Salat futtern kann, hier mit meinen Geräten trainieren kann und so weiter und so fort. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt mit David eine Salat, ein kleines Kaninchen geworden. Ja, ich bin ein Kaninchen, ein Hase, wie ihr mich auch immer nennen wollt, mit David. David der Hase. Das neue Buch von Party Singer. Huch! Ja, okay, David der Hase. Ja, guck dich die Augen an. Guck dich die Augen an. Die sind einfach so groß. Warte, vielleicht gucken wir sie mal von unten. Nein, okay, also von unten sieht man sie nicht so ganz. So, guten Morgen, Luz. Vor allem, sie hört sich noch so jugendlich an, sieht aber irgendwie schon so erwachsen aus. Ich finde, die Teenager in Sims 4 sehen absolut erwachsen aus. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass sie größtenteils so... Das ist zum Beispiel Alltagsoutfit Nummer 1. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Ist nicht zu viel, meiner Meinung nach. Und verdeckt eigentlich genau das Richtige. Und ist trotzdem so ein bisschen verrückt. So passt zu ihr, finde ich. Aber wie gesagt, also, sie sehen halt sehr alt aus irgendwie hier alle drumherum. Deswegen, ich finde das ein bisschen verwirrend. Aber es ist ja, es liegt wahrscheinlich größtenteils an der Größe, die sie miteinander teilen. Dass wirklich ab dem Teenageralter alle Sims gleich groß sind. Deswegen könnte das eventuell hier zu Verwirrung führen. So. Ich mache hier mal wieder ein bisschen die Musik leiser. So, also ich finde irgendwie Lucy sieht einfach stylisch aus. Ich weiß nicht, ich mag das total. Ihr Outfit so ein bisschen rockiger, peppiger, aber halt nicht zu... Was ist los? Wolltest du nicht duschen gehen? Geh doch duschen. Ich geh duschen. So, ja, mein Sims muss man irgendwie immer wieder sagen, dass sie duschen gehen sollen, verdammte Axt. Hey.
So, Unabhängigkeit verlangen. Ja, wieso denn nicht? Und hier gibt es ja das ganz berühmte Techtelmechtel-Gespräch. Da gucken wir gleich mal. Nach Techtelmechtel fragen. Komm, wir fragen einfach mal direkt nach einem Techtelmechtel. Und Lucy hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Oh Gott. Techtelmechtel sind wie... Okay, Techtelmechtel sind wie Muffins. Sie lassen sich genauso leicht schreiben. Okay, alles klar, das ist ein merkwürdiges Techtelmechtel-Gespräch. Ich frage ihn jetzt nochmal direkt nach jemanden parodieren, beleidigen, anbrüllen. Okay, also ich glaube, das überlässt er dann doch der Summer, dieses Gespräch, würde ich meinen. Das sah eindeutig danach aus, von wegen, ja, frag deine Mutter, es ist mir egal. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hey, immerhin, ne, wir können auch, ja, Unabhängigkeit werden wir auch verlangen hier, kennenlernen wollen wir auch mal. Und dann können wir einfach unsere Bewunderung ausdrücken und Summer einfach mal mit in das Gespräch hier irgendwie versuchen einzuführen. Also Unabhängigkeit zu verlangen ist anscheinend was ganz Böses, deswegen sollten wir damit... Oh, David ist wütend. Eieiei, wütend nach einem unerfreulichen Gespräch. Ja, wenn man dann die Tochter hört, wie sie Sex haben will, plus, dass sie unabhängig sein will, das ist schon ein dickes Ding. Zurechtweisen. Oh, nee, das werden wir jetzt mal nicht machen. Wir könnten wütend vielleicht was kochen, aber ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Ich würde einfach mal sagen... Techtelmechtel. Oh, David. Ah, cool. Unser Weltraumdinge ist fertig. Das ist ja geil. David ist so wütend, um dies zu tun. Oh nein, David, hör mal auf, wütend zu sein, Mensch. Jetzt ist er 2 Stunden wütend. Oh Gott, jetzt. Hör auf, die Leute anzuschrauen. Ja, Pissbock. Ich höre nur Pissbock am Ende. So, also David, müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass er jetzt nicht ausrastet, wenn er wütend ist. Können wir dann irgendwas Wütendes machen, eine wütende Dusche? Sich zu beruhigen versuchen, das ist doch was ganz Schönes. Genau, wütend, pinkeln, ärgerliches Häuflein. Ärgerliches Häuflein machen, wirklich? Was ist denn das, ein ärgerliches Häuflein machen? Was? Was war jetzt? Weil er ein ärgerliches Häuflein gemacht hat, oder was? Hat er jetzt Satan auf mein Klo zugelassen, oder wie? Oh, nein. So, okay, ich würde mal sagen, ich gehe das hier erstmal reparieren. Und dann werde ich hier... David ist zu wütend, ist er... Ach, ist er immer noch, tatsächlich. Okay, ja, also seine inspirierte Seite hat wieder nicht mehr die Oberhand gewonnen, sondern hat verloren gegen seine wütende Seite. Oje, oje. So, ein Tuning-Teil für Sanitäranlagen. Dann würde ich mal sagen, wir verbessern das Ding. Ja, Selbstreinigung hinzufügen. Wieso denn nicht? Wir müssen sowieso noch unsere Geschicklichkeit leveln. Und du, meine hübsche Maus, wir werden mit dir jetzt mal, nachdem wir dann auf Toilette waren, das Weltall erkunden gehen. Denn das ist es ja eigentlich, warum ich hier ursprünglich diese Rakete aufgebaut habe. Und ich bin sowas von gespannt. Wir könnten... Oh, Level 6 der Raumfahrttechnik, Level 7, Level 3, Level 9. Sorry, meine Stimme. Hilft das Raketenschiff sicher zu landen? Ah, cool, das sollte ich vielleicht erst machen, bevor ich das Weltraum erkunden gehe. Wer weiß, vielleicht fällt mir sonst das Ding auf den Kopf. So, guten Morgen, Lina. Gut geschlafen. Ich denke, ich werde nicht nur mit David meine Gefühle an der Toilette aus... Was machst du denn da? Ach so, Lucy, ich dachte gerade, wer ist die denn? Schön machst du das. So, jetzt sind wir aber inspiriert. Ich würde sagen, das nutzen wir. Und zwar machen wir direkt ein Techtelmechtel mit unserer Summer in der Rakete. Und da bin ich ganz gespannt. Oh, aber ich glaube, sie ist zu müde, oder? Ah, nee, sie ist zu müde. Okay, dann können wir das auch vergessen. Dann werden wir lieber noch ein bisschen Ausdauertraining machen. So, jetzt bin ich gespannt, wie lange das wohl dauert, da ein paar Landestabilisatoren ranzubauen. Denn, wie gesagt, ich möchte ja auch unseren Flug sicher gestalten, damit hier gar nichts schief geht. Aber geil ist das Ding schon, oder? Also ein bisschen überdimensional, aber sehr, sehr cool. So, in einer Stunde muss Summer bei der Arbeit sein. Das ist ja gut, dass sie jetzt dann schläft. So, was ist denn mit dir? Kannst Salat essen, mein Schnucki. Muss keinen Kuchen essen, muss nicht immer die Torte von gestern noch essen, vor allem die Hamburger-Torte, obwohl sie verdammt lecker aussieht, muss ich ja gestehen. Aber wir bleiben ja jetzt gesund. Wir wollen ja jetzt versuchen, einen gesunden Lebensstil hier zu führen, jedenfalls so gut es geht. Ja,
Ich schnuppe auch immer an meinem Salat. Salat riecht immer so unglaublich lecker nach Salat. Ich weiß nicht, Salat riecht für mich immer nach nichts, auch wenn ich irgendwie was ranmache. Hähnchenbrustfilet oder Croutons oder so, es riecht alles nach nichts. Momentan riecht sowieso alles nach nichts bei mir. Eieiei. So, ich würde mal sagen, wir werden ein E-Book lesen. Oh Gott, ich muss jetzt mal das bestreben. Sich 10 Sims 5 Freundschaften schließen. Oh nein, ich hasse das mit diesen Freundschaften. Wieso muss denn jeder eine Freundschaft schließen? Das ist doch völlig unnötig. So, wir müssen auf jeden Fall auch noch Bücher lesen, ganz viele. Gott, dieses Nerdhund. Wir haben noch nicht mal Level 1 geschafft. Weißt du, mit Ellie sind wir schon bei Level 3 von 4, also bei dem letzten. Hier sind wir immerhin bei dem zweiten. Hier, gut. Das ist so geil, ne? Das ist sein Zeit. Das habe ich ihm als Sportoutfit gegeben. Ich fand das so cool mit dem Cap. Ah, ich musste so lachen. Ich fand das irgendwie cool. Das hat irgendwie voll gepasst zu ihm, dieses Cappy auf dem Kopf. Also ich fand das sehr, sehr stylisch. Deswegen habe ich ihm das gegeben. Ach, guck mal, wer da kommt. Das ist ja die perfekte Gelegenheit, sich mal meiner guten Flora näher vorzustellen. Man kann natürlich auch hier mit einem Mod entsprechend, kann man dann, dass die Teenager untereinander Techie-Mächte haben dürfen, plus Teenager mit Erwachsenen, ne, wisst ihr ja bestimmt, kann man mit einem Mod dann noch managen. Allerdings wollte ich mir den jetzt erstmal nicht runterladen. Hallo. So, aber leider, also obwohl wir gleich groß sind und alles, können wir keine, wie gesagt, romantischen Interaktionen machen. Aber gut, das heben wir uns dann halt einfach noch auf. Solange lernen wir unsere Flora einfach kennen und sagen ihr, wie sehr wir sie bewundern und werden ihr ein Geheimnis verraten, sodass sie dann auch ganz schnell uns zu Füßen liegen würde. So, du musst, wie gesagt, jetzt trainieren. Da führt kein Weg dran vorbei. Von 3 Sims nicht gemocht werden. Oh, das wird lustig. 25 gemeine oder schelmische Interaktionen anwenden. Und auch das wird lustig. So, wen suche ich mir denn aus, von wem ich nicht gemocht werden will? Hier, guck mal, Gina. So, dann stellen wir uns einfach mal grob vor. Flora und Lee sind soeben beste Freunde geworden. Geworden. Sehr schön. Das ist ja auf jeden Fall schon mal was ganz Gutes. So, David kann jetzt am Samstag boxen, außerdem kann er schwere Gewichte am Trainingsgerät heben. Sehr schön, dann können wir ja da auch dann trainieren gehen später, nachdem er dann hiermit fertig ist. So, und ich werde jetzt hier, unsere Lucy, ey, sie ist die Beste, ne? Ich will ja nicht sagen, dass sie die Beste ist, aber sie ist echt einfach nur die Beste, dass sie hier direkt mit Leuten auf der Straße einfach mega böse redet, so von wegen, ey, du mit deiner komischen Rock, komischen hässlichen Kombination, also hübsch ist sie jetzt wirklich gerade nicht. Jetzt freut sie sich voll auf die Party und es gibt gar keine Party. Uiuiuiuiuiui. Okay, also das wird lustig. Von 3 Sims nicht gemocht werden wird tatsächlich eine lustige Sache. So, ich gehe jetzt mal ganz schnell zur Arbeit, flitze ich. So, ich glaube, Flora ist auch gerade gegangen. Und wie lange brauchst du noch? Ach cool, sie ist gleich fertig. Autsch, das tat vielleicht weh. In your face, mein Freund, ne? So, sich 10 Sims vorstellen. Bist du fertig geworden? Schaumbad nehmen. Okay, ja, kannst du gerne machen, wenn du das möchtest. So, und los, mit dir muss ich noch weiter Leute bilden. Hä, wieso ist das ein angenehmes Gespräch? Ich veräppel die doch nur. Was ist denn da jetzt los? So, wir brüllen sie jetzt einfach mal an. Das ist ja dämlich. Ah, jetzt läuft's richtig. Jetzt zicken sie sich an. Jetzt kommt der Zickenkrieg. Ja, vor allem, wie sie immer sagt, Bevenoi. Ich muss los. Nein, ich muss dich gerade noch ein bisschen hier, ne? Ich muss noch schelmische oder gemeine Interaktionen mit dir anwenden. Und dann muss ich hier falsche Nachrichten verkünden. Und dann muss ich von dir nicht gemacht werden. Bitte mag mich nicht. Ja, genau. Daumen runter für die Beziehung zwischen euch beiden.
Das sieht doch gut aus, oder? Ich finde, das sieht super aus. Das sieht super aus, liebe Freunde. So, alles klärchen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir dann hier von den Leuten nicht gemocht werden und tatsächlich so ein richtig böses Mädchen werden mit unserer guten Lucy. Ach, das wird lustig. Ach, guck mal, und Flora ist doch noch da. Ich finde den Lebenswunsch jetzt schon auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir jetzt noch 3 Meisterwerke machen mit unserer lieben, süßen Allison und dass wir dann auch Level 10 der Malereifähigkeit erreichen. Also lange wird es nicht mehr dauern, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn wie gesagt, wir sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Nee, du musst jetzt hier, nee, nicht mit Flora plaudern und auch kein Saft on the Rocks. Wir gehen jetzt an unsere Grenzen, mein Freund. Dieses Meisterwerk, oh, das war sogar ein Meisterwerk. Ach du Heilige, warte mal, da gucke ich ja jetzt nochmal genauer. Oh, tatsächlich. Aber ja, natürlich, gerne. Das kann ich auf jeden Fall verkaufen. So. Bäm. So, dann machen wir direkt nochmal ein verspieltes Gemälde. Das hat uns 100 Simoleons gekostet und wir haben 1900 dafür zurückbekommen. So, weiter geht es. Bald sind wir auch Malerei Level 10. Also ich freue mich, das läuft hier richtig, richtig gut. Und mit Lucy um Vergebung betteln, als wenn. Ich werfe jetzt ein Getränk in ihr Gesicht und werde sie dann noch anstackeln. Anstackeln. Ich werde sie anstackeln, dackeln. Ah, Lucy, ey. Du bist doch einfach nur super. Ein hitzköpfiger Sim kann seinen Ärger nicht verstecken, wenn er ein mieses Gespräch führt. So, magst du mich jetzt? Okay, irgendwie, das funktioniert noch nicht so ganz. Provozieren. Wir werden jetzt mal auch ihr Gesicht beleidigen und sie dann zurechtweisen. Und dann werden wir wüten und toben. Wie ein verrückter Dinosaurier werden wir dann wüten und toben. Okay, liebe Freunde, aber wie unsere liebe kleine Lucy dann in der nächsten Folge den Nachbarn so auf... ach, guck mal, sie mag uns jetzt schon nicht mehr. So böse zu den Nachbarn sein wird, dass sie dann tatsächlich hier, ne? Oh, guck mal, Caroline, die hofft immer noch, dass sie Mini-Lucy findet. Oh. Ja, das sehen wir auf jeden Fall alles in der nächsten Folge. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache Schluss für diesen Part. Wir sehen uns in der neuen Folge von The Sims 4. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage ciao.